The Brocken and Us! The Brocken! Yeah! Oh, Sonny und Celine haben sich für ein Foto geküsst. Also, ich liebe Harry Potter. Das ist ja auch so uns. Was ist dein Ernst? Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem wundervollen neuen Video. Ich bin gerade das Video am Schneiden und habe gemerkt, dass ich einfach vergessen habe, dieses Video zu starten. Das ist unglaublich, wirklich. Wir sind mit einer Eisenbahn auf einen Berg hochgefahren. Und ja, das werdet ihr jetzt sehen. Schneiden. Pippi Lotta dabei. Jetzt startet der Vlog. Wie gemütlich, wie bei einer Klassenfahrt. Ja. Ich will einfach mal hier bleiben. Toll. Könnt ihr uns ein Haus kaufen zusammen? Klickt ganz auf ihre Videos, dann kann sie mir eins kaufen. Super. So, wir sind jetzt angekommen. Es ist so schön hier. Wir fahren jetzt gleich mit dieser Bahn. Ich zeige euch die gleich mal. Wir sind noch mit allen Hunden jetzt am Start. Oh Mist. Oh mein Gott, das sieht wirklich aus wie Hogwarts, wirklich. Ich wie bei Harry Potter. Ja, ist wirklich so. Guck, wie es aussieht, wie cool. Wow. Schubi ist ein Eisenbahnfahrer. Sonny, Schubis Tom geht in Erfüllung. Er ist ein Eisenbahnfahrer. Ja. Endlich. Er liebt es so. Guck mal, hier kommt. Er ist so glücklich. Wenn man wegkommt, dann muss man so den ganzen Zug so lang, oder? Ja, dann würden wir so in so einem Kurs herzkommen, oder? Haben wir hier nur den Fach oder haben wir den Fach? Ganz hinten, oder? Nein, nicht zu weit dahinter. Guck mal, wenn man die Kappe verkürzt. Das passt. Uff. Wow. Cool, dass es so leer ist. Cool. So, ja, juhu. Leute, wir machen jetzt hier so ein paar Shootings und ihr seht schon, wie krass es aussieht. Ich glaube, es wird richtig cool hoch. Ihr Kleinen. Oh, süß. Seht ihr das? Oh. Und jetzt schnell Fotos machen noch. Wir sind jetzt angekommen oben. Könnte man auch vielleicht noch ein cooles Bild machen. Auf der anderen Seite geht es auch komplett runter. Wann kommt der Vlog online, Celine, den du gerade da für was du filmst? Das weiß ich noch nicht, warum. Leute, das Bild des Jahres kommt auf Instagram. Oh, Sonny und Celine haben sich für ein Foto gepisst. Also, wenn das nicht 100.000 Likes wieder kriegt, das Bild, da weiß ich auch nicht. Wow, wir haben so Glück mit dem Wetter, Freunde. Schaut euch das an. Also, Kobe hat gesagt, das ist ja der Brocken, also beziehungsweise die Spitze des Berges. Wir machen alle Bilder von diesem Stein. Irgendwie ist das so lustig. Schaut mal, wie schön der Hund. Wir machen Fotos von dem Hund. Juli will unbedingt dahin. Juli. Es war die ganze Zeit ein bisschen wolkig, jetzt klappt sie gerade so auf. Okay, Leute, das war unser Ausflug. Ja. Jetzt wollen wir einfach alle nur noch essen. Wir gehen jetzt irgendwie was Warmes trinken und was essen, snacken, weil hier ist so ein Restaurant irgendwo da. Mhm. Gehen wir jetzt hin. Wir haben so Glück, wirklich, wir haben erst so Glück mit dem Wetter. Es ist nicht mal windig, es ist nicht so kalt. Der Schnee liegt. Und der Nebel ist weg. Der Nebel ist weg und die Sonne ist so schön am Schein, also gerade so ein bisschen Sonnenuntergang und es sieht einfach so schön aus. Die Farben sind toll. Es sind kaum Wolken am Himmel, wirklich. Wir haben so Glück. Immer da, wie krass man ins Tal kommen kann. Ja, crazy. The Brocken and Us! Woo! The Brocken! Yeah! Yay! Wow, wie schön! Schaut mal, eine Kamera. Sieht so toll aus. Ey, Schubi! Entweder pullert oder nicht. Wie ist das, Schubi, nein, ekelhaft! Komm. Ich meine das da. Mann, die Situation, guck mal, es ist so schön. Und dann er will die ganze Zeit Pisse essen. Das ist so cool. Wie schön, oh mein Gott, ich kann nicht mehr. I love you. Mone will, dass ich sterbe. Ich taufe. Ich pinkel mir gleich in die Hose. Das ist so lustig. Cool, ihr braucht so lange Jacken. Leute, es geht zurück. Wir haben gerade noch ein Video für Sonny gedreht. Ihr müsst euch das angucken. Es ist so cool geworden. Jetzt kommen schon auch die Tage online.
Also Freunde, es ist der nächste Tag und ich habe gestern noch vergessen, mein Türchen zu öffnen. Oh, die 14 und jetzt kann ich auch noch die 15 öffnen. Deswegen machen wir das jetzt mal. How to get that car 2.0. Julius, das hört sich so lecker an, ne? Geh mal weg. Ab. Der liebt Geschenke, oh mein Gott. Oh, Geschenke. Jules, komm mal her, das sind nicht deine Geschenke. Oh, süß. Weißt du, was ich geschenkt habe? Oh, toll. Ui, geil. Oh, ich liebe das. Das sind zwei Refill-Packs. Hey, wie schlau. Sie weiß einfach, dass ich das habe. Das ist so geil. Ich habe ja das in meinem Auto und es ist auch bald leer. Das ist perfekt. Das ist so genial. Toll. Genau, das gehört auch noch dazu. Just Cleaning Gel. Hightech. Ach, dieses. Oh, das habe ich auch gesehen mal irgendwo. Ach, das ist so ein Spon, der ja, wenn so schleimig ist, dann kannst du ihn in so Ritzen stecken. Genau, so ein Schleimding. Und jetzt die Nummer 15. Hier steht, oh, das kann ich nicht vorlesen. Was steht da? Liebe Grüße an. Okay, es tut mir total leid, aber das kann ich nicht vorlesen. Ich weiß echt nicht, was da drin ist. Ich habe gestern versucht zu raten, aber Sonja meinte das falsch. Also ja, ich habe es irgendwie nicht hinbekommen. Das sieht irgendwie aus wie Badesalz, oder? Das sieht aus wie Unterwäsche oder so. Es ist Unterwäsche. Es ist nicht ihr Ernst. Das ist ja offen. Das ist ja offen unten. Ach du Scheiße. Das hat sie in einem Sexshop gekauft, schwöre. Petit Fleur. Was ist denn das? Auf Wolke 7 Badeschaum. Ui. Romantisch und sexy. Mhm. Erstens eine, dann das andere. Oh Gott. Ich kann nicht mehr. Okay. Nein. Ich wollte eigentlich eine, die wirklich noch ein bisschen mehr wie eine Unterhose ist, weil das ist. Ey, wir haben mal darüber geredet, dass du so gesagt, oh mein Gott, ich habe mal so eine Unterhose gefunden. Die hatte einfach einen Ritz. Warum hat man das denn? Jetzt hast du eine mit dem Schlitz. Oh mein Gott, ja, danke. LG an. Piep. Boah, ich kann nicht mehr. Das ist übrigens auch sehr, sehr toll. Das finde ich so cool. Autoduft. Ja, meins ist auch bald leer. Ich habe schon zwei leer gemacht. Ich lieb's. Schubi ist so süß. Vor ihm ist einfach so diese Topfen, ist einfach Rotze, weil er immer so spuckt. Das ist so süß. Kleines Spooky. Ach, du bist so süß. Ich kann nicht mehr. Schubi! Lani, hallo Kleines. Warte, ich habe noch die 16. Und ich will sie eigentlich hier auspacken. Es fühlt sich an wie eine Kerze, ganz ehrlich. Obwohl. Ich will es eigentlich jetzt auspacken. Will ich nur bis morgen warten? Ja, ich muss. Freunde, es ist übrigens jetzt der letzte Tag. Ja, gestern war auf jeden Fall richtig cool, mit dieser Eisenbahn da hochzufahren auf diesen Berg. Es war so, so schön. Wir haben auch so coole Bilder gemacht, Leute. Stimmt, Kobi hat das ja eben im Vlog noch schon ein bisschen gedroppt. Sonny und ich haben uns tatsächlich auf einem Foto geküsst. Es ist so lustig, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Wartet einfach auf dieses Bild, bis es online geht. Es ist so crazy und wir haben uns so kaputt gelacht. Wir erledigen jetzt noch ein paar Dinge, wir wollen auch noch ein paar Videos drehen. Und die Idee war, dass wir Videos im Schnee drehen. Also wir ziehen uns gleich richtig warm an, gehen dann da drüben irgendwo hin, bauen dann mit Stativ die Kamera auf und setzen uns dann irgendwo hin oder so, oder stellen uns hin, keine Ahnung, und drehen dann diese Videos, die wir vorhatten. Weil wie cool ist das bitte hier im Schnee einfach. Deswegen machen wir das heute. Ja, sonst erledigen wir noch ein paar Dinge und keine Ahnung, ich denke, wir machen dann ganz entspannt heute noch. Und dann war es das schon, Leute. Die Zeit hier geht so schnell rum. Und wir haben auch gerade eben gesagt, wir müssen eigentlich viel länger bleiben, weil wir funktionieren zusammen auch alle so gut. Wir streiten uns nicht. Wir funktionieren einfach richtig gut zusammen. Und es ist total harmonisch. Das ist ja immer so bei uns in der Gruppe. Deswegen ist es so schön. Und wir waren auch so, ey, wir müssen mal 2 Wochen oder einen ganzen Monat irgendwie weg. Und deswegen überlegen wir uns gerade, wie wir das machen für nächstes Jahr. Dass wir wirklich frühzeitig planen und dann mal irgendwo länger hingehen. Weil wir sind ja auch flexibel und wir nutzen das nie aus, dass unser Job so flexibel ist. Aber wir machen das wahrscheinlich erst nach den Flitterwochen von Kobi und Mona. Dass wir danach irgendwie einen längeren Trip planen, wo wir dann zusammen irgendwo hinfahren und coolen Content zusammen machen und einfach irgendwie, weil es tut halt auch einfach die Seele gut, hat Mona auch gestern nochmal erwähnt, dass es einfach so schön ist, wenn man das mal nutzt so und wir einfach zusammen irgendwo sind.
und zusammen auch arbeiten. Das ist einfach richtig schön. Anstatt jeden Tag zu Hause zu sein, tut es auch mal gut irgendwie, weil unser Job eh so flexibel ist, auch mal rauszugehen, weil wir nutzen das ja wirklich alle absolut nicht aus. Deswegen ist es, glaube ich, auch mal schön. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr irgendwelche geilen Vorschläge habt für nächstes Jahr, was wir zusammen machen können. Vielleicht echt wieder irgendwie so, also Skiurlaub zusammen natürlich auch nochmal geil, aber für so eine längere Zeit vielleicht auch wieder so ein Sommerurlaub wie auf Malle, wo wir waren. Das wäre auch richtig cool. Wir müssen uns echt mal was überlegen, wo wir 2 Wochen oder sogar länger richtig gut aushalten können und geilen Content drehen können. In so einem Chalet oder in einem schönen großen Häuschen oder so. Fanny hat mir erlaubt, dass ich das jetzt schon öffnen darf. Und sie meinte gerade so, aber es ist voll obvious, was es ist. Ich so, Kerze. Sie so, ja. Ich weiß auch, was für eine Kerze das ist. Ist es eine Glade? Ja. Glade. Warum weißt du das? Das sieht so aus. Sie riecht so geil nach Weihnachten. Ich hoffe, du kannst mittlerweile wieder riechen atmen. Jetzt war vor der OP. Ja. Ich mache ja jetzt in 8. Nein, sie hat nur gestern geschmeckt. Heute geht's war gar nichts. Heute war gar nichts, Selina. Ich bin stolz. Danke. Du kannst, du wirst doch nicht gefeuert von, naja, du weißt schon. Was? Du wirst doch nicht gefeuert als Schlafpartner. Ich hatte keine Lust, weiterzureden. So. Oh ja, es riecht sehr nach Weihnachten. Ist ja wirklich eine Glade. Ja. Toll. Wieso schmeckt? Und wonach riecht das? Achso, da steht doch irgendwas. Beeren. Winterberries. Ja, nach Glühwein auch ein bisschen. Ja, so Kinderpunsch. Kinderpunsch. Glühwein, gestern war wirklich sehr, sehr lecker übrigens. Haben wir den ausgetrunken? Ja, nee, Tipp. Glühwein-Tipp. Mein Glühwein-Tipp. Mein Glühwein-Tipp besteht aus Glühwein und Robbie Bubble gemixt. Ach, ja. Robbie Bubble drin? Gemixt. Ja, das ist sehr lecker. Warte, wie gut es jetzt riecht. Riechst du es gerade? Toll. Mhm. Ohne, dass die Katze brennt. Ich habe Feuerzeug mitgenommen. Nee, wir gehen doch gleich raus Content machen. Leute, wir müssen echt Content machen. So, jetzt reicht's. Ja. Tschüss. Hallo. Leute, wir waren gerade shooten und ihr glaubt nicht, wie anstrengend das war. Es war so anstrengend. Auf jeden Fall fahren wir jetzt wieder zurück. Es war so unglaublich kalt und wir haben draußen Fotos gemacht. Oh, ist nicht offen. Freunde, wir haben schon wieder den Abend. Er ist angebrochen, die Dämmerung startet schon. Und Mona ist gerade schon wieder dabei. Sie hat eben für uns gekocht, das war so, so lecker. Und mehr gewusst als eben, das war vor 4 Stunden oder so. Aber jetzt macht sie noch Pancakes für den Abend, deswegen werden wir das jetzt noch essen. Und dann eigentlich Koffer packen, alles ready machen soweit. Und dann geht's morgen zurück. Deswegen, ich hoffe sehr, euch hat dieser Vlog gefallen. Euch hat diese Harzer Reihe gefallen. Es war richtig schön hier. Wir hätten uns gewünscht, dass wir noch länger hier geblieben wären. Es war dann doch echt wenig Zeit, aber schade. Aber dafür next year überlegen wir uns mal was Cooles. Abonnieren, kommentieren, Freunde, ne? Wisst Bescheid. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.